Schämen Sie sich eigentlich für den Russlandkurs Ihrer Partei? Ich schäme mich nicht für den Russlandkurs meiner Partei. Aber die Linke lebt nur in der Utopie und bietet gerade keine reale Lösung an. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt zu diskutieren. Also ich sehe das nicht so, dass wir keine konkreten Lösungen anbieten. Wir machen an vielen, vielen verschiedenen Punkten noch sehr konkrete Lösungsvorschläge. Hier steht auf einer Röhre, die ihr wahrscheinlich nicht lesen könnt, die Leidenschaft. Und wenn man eines, glaube ich, braucht als Vorsitzende, Co-Vorsitzende der Linken, dann vermutlich Leidenschaft, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ich habe jedenfalls mit Janine Wissler gesprochen. Das ist ja eine der Co-Vorsitzenden der Linken. Wir sprechen über die Linke selbst und auch über die Außenpolitik. Und zur Diskussion in den Kommentaren möchte ich von euch wissen, ob ihr denkt, dass die Linke im Grunde gute Ziele hat, aber der innerparteiliche Streit Leute davon abhält, sie zu wählen. Ab damit in die Kommentare. Und wie ich in meinem Die Wahrheit über Funk- und Werbekooperationen-Video ja erklärt habe, sind natürlich solche Interviews wie diese hier kostspielig und aufwendig. Einige hundert Euro, die diese Kooperation, die jetzt kommt, hier wieder reinspielt, gehen aber auch beispielsweise an Gustav, der Kameramann, der dankenswerterweise alles für euch gefilmt hat, aber auch an Übernachtungen, Fahrten, Verpflegung und so weiter. Und gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin und für ja, Drehs die besten und günstigsten Mietwagenangebote beispielsweise suche und mal 100 oder 50 Euro sparen möchte, dann nutze ich tatsächlich CyberGhost VPN. Denn die Preise von Mietwegen, aber auch anderen Dingen, sind in unterschiedlichen nationalen Märkten günstiger und diese sind geo-geblockt, wie beispielsweise auch Streaming-Angebote. Und mit CyberGhost VPN könnt ihr das dann auch umgehen. 4 Monate bekommt ihr auf jeden Fall CyberGhost VPN kostenlos mit dem Promo-Link, den ihr unten in der Beschreibung findet. Übrigens wollt ihr euch das teilen mit Freunden, gar kein Ding. Ihr könnt es auf 7 Endgeräten auch gleichzeitig nutzen. Noch ein Beispiel, auch für Politikformate oder Berichte der BBC nutze ich CyberGhost VPN nämlich super gerne, denn die BBC geo-blockt ja auch Inhalte fürs Ausland. Einfach CyberGhost VPN austesten. Alles dazu in der Beschreibung. Danke CyberGhost VPN an der Stelle. Schönen guten Tag, Frau Wissler. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und tatsächlich auch den Fragen sich stellen meiner Community und von mir. Ja, vielen Dank. Gerne. Vielleicht für diejenigen, die Sie nicht kennen. Wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie überhaupt? Und von welcher Partei sind Sie? Ich bin Janine Wissler. Ich bin seit 1,5 Jahren Parteivorsitzende der Linken. Bin seit letztem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages. War davor viele Jahre im Hessischen Landtag, dort auch Fraktionsvorsitzende. Ja, und komme aus Frankfurt am Main, war viele Jahre eher in den außerparlamentarischen Bewegungen aktiv und war eigentlich auch gar nicht unbedingt mein Plan, mal in eine Partei zu gehen oder gar in einem Parlament mitzuwirken, sondern ich kam eben, wie gesagt, aus den außerparlamentarischen Bewegungen. Und als ich dann aber erst die WASG und dann die Linke gegründet hat, war ich da aktiv und bin ich jetzt hier. Das heißt, Sie saßen jahrelang in Wiesbaden, also gar nicht mal so weit weg von mir. Ich komme aus Mainz. Also bin erst im Juni den Halbmarathon in Wiesbaden tatsächlich gelaufen, am Parlament vorbei, glaube ich, wenn ich mich nicht so täusche. Ja. Also gar nicht so weit weg. Die Linke hat ja momentan sehr viele Streitpunkte, oder? Eigentlich muss man ja fast sagen, immer sehr viele Streitpunkte. Trotzdem würde ich mal gerne von Ihnen wissen, welche Schulnote Sie eigentlich der Linken geben würden aktuell. Von 1 bis 6. Wo würden Sie die Arbeit der Partei aktuell einordnen? Ehrlich einordnen. Natürlich können Sie auch eine 1 sagen, weil Sie alle Ihre Ziele toll finden, aber es wird ja nicht unbedingt alles umgesetzt. Eigentlich sind wir ja für die Abschaffung von Schulnoten, könnte ich jetzt natürlich sagen. Also ich würde sagen, ich würde unterschiedliche Noten vergeben. Also wenn ich sehe, wie Genossinnen und Genossen sich vor Ort in den Kreisverbänden ja wirklich engagieren ehrenamtlich bei Wind und Wetter Infostände machen, wie gerade im Wahlkampf in Niedersachsen, würde ich sagen, die kriegen eine glatte 1. Andere, die eher Auseinandersetzungen auch öffentlich austragen, denen würde ich eine deutlich schlechtere Note geben. Also von daher. Deutlich schlechter heißt? Naja, ich würde sagen, insgesamt, würde ich jetzt im Moment uns vielleicht bei einer 3 sehen. Aber es ist viel Luft nach oben. Ich finde, gerade angesichts der dramatischen Situation, die wir gerade haben, wo so viele Menschen Angst haben zu verarmen, wo so viele Probleme sich auch zuspitzen und die Krisen immer weiter zunehmen, ob das die soziale Krise, die Klimakrise ist, da bräuchte es eine starke Linke, die sich auf ihre Aufgabe besinnt. Und da ist Luft nach oben, würde ich jetzt sehr selbstkritisch auch sagen. Und wir bleiben auch bei der Linken selbst. Ich glaube, Sie müssen gerade sehr viele Fragen beantworten, was generell die innerlichen Parteilichkeiten betrifft. Dr. Armin möchte aber wissen von Ihnen, Gregor Gysi sagte im März, dass es für Ihre Partei eine, Zitat, absolute Katastrophe wäre, wenn sie jetzt in der Regierung wäre. Was ist Ihre Meinung aktuell dazu? Ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber wäre es eine Katastrophe? Es gab ja die Unterhaltung, die
die ja, Rufe, dass es ein Rot-Rot-Grün geben könnte? Ja, das ist jetzt am Ende verschüttete Milch, weil es zu dieser Koalition nicht gekommen ist. Und dann wäre die Frage gewesen, was hätte da im Koalitionsvertrag gestanden? Also, dass das jetzt sicher auch außenpolitisch große Kontroversen gegeben hätte, das ist sicher klar. Andererseits wären wir jetzt auch klar für die Übergewinnsteuer zum Beispiel. Wir würden uns für einen Gaspreisdeckel stark machen. Also von daher, wir sind nicht in der Regierung, wir sind Opposition und ich finde, die Aufgabe sollten wir jetzt ausfüllen. Und da finde ich, brauchen wir dringend jetzt das Bündnis mit den Menschen, die auf die Straße gehen, mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Sozialverbänden, die sich jetzt dafür einsetzen, dass diese soziale Krise gelöst wird. Und darin sehe ich jetzt unsere Aufgabe, der müssen wir nachkommen. Opposition ist auch Verantwortung. Zur Übergewinnsteuer kommen wir nachher tatsächlich noch. Marius Wellhöhner will aber auch wissen, wie können die innerparteilichen Streitigkeiten endlich beendet werden und wie kann man ja zwischen den verschiedenen Flügeln solidarischer miteinander umgehen und produktiven Streit führen, aber nur noch über Inhalte. Wie geht das? Wie kann das funktionieren? Und welche Programme haben Sie vielleicht selbst da aufgesetzt? Also er hat vollkommen recht mit dem Anspruch, weil eine Partei, die immer sagt, wir sind die Partei der Solidarität, muss natürlich auch miteinander solidarisch umgehen. Und natürlich geht es auch darum, wirklich innerparteilich eine Kultur zu haben, die nicht abstoßend wirkt, sondern einladend. Ich meine, ich will jetzt vielleicht so sagen, dass wirklich das Bild, was jetzt auch entstanden ist in den letzten Wochen und Monaten besonders, das ja nicht das prägende Bild ist für die Masse der Mitglieder in der Partei. Ne? Also die allermeisten Mitglieder, die in Kreisverbänden aktiv sind, die arbeiten irgendwie in der Mieterinitiative mit oder machen Hartz-IV-Beratung, die organisieren Proteste und die streiten sich mal auch mit Genossinnen und Genossen und dann stehen sie Samstag gemeinsam im Infostand. Also die Kultur ist... Also findet man irgendwann nochmal zusammen? Also finden trotz unterschiedlicher Positionen die Linken, gerade in der Bundestagsfraktion, finden sie denn überhaupt noch zusammen? Wie wird da gesprochen, wenn es nicht gerade im Plenarsaal heftig und deftig zugeht? Ich denke, wir müssen zusammenfinden, weil wir eine große Verantwortung haben. Aber das war nicht die Frage. Also, wie wir es schaffen. Naja, ob ja, wie wir es schaffen. Also, ja, also, zieht man sich zurück in die Räume und wie wir das schaffen, ist, ich immer deutlich zu machen, dass wir eigentlich 80-90% Gemeinsamkeiten, inhaltlich Übereinstimmung haben als Mitglieder dieser Partei. Und ich finde, wir müssen stärker auf den politischen Gegner fokussieren und vor allem auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so dramatisch sind. Und das, da hat jeder eine Verantwortung. Aber ganz besonders die Menschen, die für die Linke in der Öffentlichkeit stehen und die natürlich eine ganz andere Reichweite haben als jetzt irgendwie ein Mitglied in einem Kreisverband, die haben da eine besondere Verantwortung und ich appelliere da dran, weil, wissen Sie, ich war letzte Woche bei der Offenbacher Tafel, ja, und was die Leute dort erzählen, das ist so schlimm und das ist so dramatisch und wenn jetzt die Linke jetzt wird die Linke doch gebraucht als Opposition zur Ampel und darauf, finde ich, sollte man sich besinnen und auch eben auf die Verantwortung, die wir haben. Aber wie muss ich mir das so, ich sage jetzt mal im Bundestag, in den Gebäuden hier, wir sind ja gerade auch in einem der Bundestagsgebäuden, wie muss ich mir das vorstellen, auch nach so einer Rede von Sarah Wagenknecht beispielsweise, setzen Sie sich dann auch danach nochmal, wie wir zum Beispiel, an so einen Tisch und reden dann nochmal zweisam darüber, ob das jetzt alles so eine gute Idee war? Naja, also bisher hat jetzt noch keine Fraktionssitzung nach der Rede stattgefunden, aber natürlich... Muss ja nicht nur die eine Rede sein, es gab auch schon viele andere Vorfälle. Ja, also aber natürlich redet man miteinander und natürlich gab es Gespräche auch und natürlich redet man mit Menschen, die verärgert darüber sind, mit Leuten, die vielleicht überlegen auszutreten und natürlich redet man auch in der Fraktion darüber und wie man mit so einer Situation umgeht, klar. Aber nochmal die Frage, ich will mir das gerne verbildlichen, weil ich finde das wirklich, gerade so im Bundestag, wirklich spannend, wie das hier zugeht. Also geht man dann, ich meine, es sind ja eigentlich alle auch hier vertreten, geht man nochmal ins Büro, klopft mal an und sagt, hey Sarah oder Frau Wagenknecht, ich weiß nicht, ob Sie siezen untereinander. Nein, ich glaube, Sie duzen sich ja. Natürlich alle in der Fraktion. Aber klopft man da nicht nochmal an oder klopfen Sie nicht nochmal an und fragen einfach nochmal nach? Und fragen, weil Sie kennen sich ja, ist ja nicht so, dass Sie, ist ja wie ein Unternehmen, wo man zusammenarbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder geht es dann noch über Vertreter, die eigenen Pressevertreter dann intern? Nein, natürlich redet man miteinander und Fraktionskolleginnen und Kollegen reden immer miteinander. Also ich bin jetzt nicht direkt nach der Rede hingegangen und habe mal angeklopft, aber natürlich sind wir alle miteinander im Gespräch und miteinander im Diskurs und das gibt ja nicht, also natürlich gibt es unterschiedliche Positionen, aber natürlich diskutiert man die auch miteinander. Wie ist es eigentlich, ich muss tatsächlich noch mal näher drauf zu sprechen kommen, die Haltung von Frau Wagenknecht, aber auch von anderen in der Bundestagsfraktion,
und in der Linken ist ja tatsächlich eine komplett andere, was Russland betrifft und was die Energieversorgung betrifft, als die offizielle Haltung der Linken. Und das sind im Bundestag auch einige andere. Wie kann man aber einer Frau Wagenknecht dann doch erlauben, diese Haltung, diese Position, obwohl sie komplett gegen die der Linken spricht, eine Rede zu halten? Also warum wird ihr sozusagen das, die Redezeit erlaubt, trotzdem, obwohl sie eigentlich genau wissen, dass sie nicht ihrer Haltung entspricht? Naja, das war jetzt in dem Fall eine Entscheidung der Fraktion. Mein Co-Vorsitzender und ich haben ja deutlich gemacht, dass wir uns das anders gewünscht hätten und dass wir der Meinung sind, und das ist unser Anspruch, dass Abgeordnete, die für die Fraktion im Plenum des Bundestages sprechen, natürlich die demokratisch beschlossenen Positionen der Partei vertreten sollen und der Fraktionen beschließen, Fraktionen vertreten sollen. Nun ist es so, das hat jeder mal, dass man mal eine andere Position hat als die eigene Partei oder als die eigene Fraktion. Das ist ja auch völlig legitim. Ja. Die kann man auch haben. Aber das ist dann halt ein Punkt, wo man auch von selber sagen sollte, an der Stelle will ich lieber nicht für die Fraktion im Bundestag reden, weil ich eine andere Position vertrete. Und wenn man eben 5 Minuten Redezeit hat, indem man die Fraktionsposition klar macht, dann sollte das natürlich die Position sein, die mehrheitlich beschlossen ist. Weil sonst kann man sich natürlich solche Prozesse auch sparen. Und für mich ist wichtig, dass wir deutlich machen, wir wollen die Energiewende voranbringen. Wir wollen die Unabhängigkeit von fossilen Energien insgesamt überwinden. Und wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen, um den Menschen zu helfen, die Krise abzufedern. Aber wir müssen auch immer wieder deutlich machen, dass wir es hier mit einem verbrecherischen Angriffskrieg zu tun haben. Dass wir Bilder haben von aller Voraussicht nach, also von Kriegsverbrechen offensichtlich, ja, die aufgeklärt werden müssen und wo unsere Solidarität liegt und wo eben auch und wen wir dafür kritisieren. Trotzdem nochmal die Rückfrage. Es gab ja seit Mai, gibt es ja diese Initiative Populäre Linke, die auch Frau Wagenknecht, aber auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, 10 oder 9 weitere Bundestagsabgeordnete der Linken angeschlossen haben oder zumindest unterschrieben haben. Wie ist das? Ich meine, diese Menschen, ihre Kollegen und Kolleginnen haben ja offensichtlich eine grundlegend andere Position als das, was Sie als Parteivorsitzende, Co-Parteivorsitzende, aber auch die Partei selbst offiziell vertreten. Macht Sie das nicht persönlich irgendwie sauer oder fragen Sie sich, ach, muss das jetzt sein? Also muss jetzt hier was entgegengesetzt werden uns, weil das bringt uns doch nichts. Also wie denken Sie darüber? Ja, bei diesem Aufruf Populäre Linke, ich habe jetzt, wenn ich jetzt mich rückerinnere, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wo da der ganz große Unterschied jetzt war zu dem, was wir auch als Linke fordern. Natürlich bin ich auch für eine populäre Linke, also dafür die Linke erfolgreich zu machen, dafür, dass ja, linke Positionen mehrheitsfähig zu machen und dafür bin ich selbstverständlich auch. Die Frage ist eben, wie das gelingt und ich finde gerade in der jetzigen Situation gilt es eben die Punkte, auf die wir uns auch verständigt haben, nämlich direkte Entlastung für kleine und mittlere Einkommen, Gaspreisdecke, Übergewinnsteuer, Fortsetzung 9-Euro-Ticket. Das sind alles populäre Forderungen für eine populäre Linke und die würde ich gerne nach vorne stellen. Die aber tatsächlich auch nicht bei vielen ankommen. NASCOR beispielsweise möchte wissen, wie erklären Sie sich, dass die eigentliche politische Vertretung der Arbeiter, die Linke, mitunter den höchsten Akademikeranteil unter den Wählern aller Parteien hat und beispielsweise politisch erklärte Gegner, also die AfD, den höchsten Arbeiteranteil hat und auch deutlich populärer ist, wenn man sich die Prozente anschaut, als die Linke selbst. Also woher nehmen Sie eigentlich diese selbsternannte Position der Arbeiter, der Arbeitervertretung, der Leute, die wenig haben, aber diese scheinbar nicht wählen? Also woher das Selbstverständnis? Ja, das Selbstverständnis kommt natürlich auch aus der Geschichte der Linken. Also die eine der beiden Vorgängerparteien der Linken, die WASG, ist ja über die Proteste gegen die Hartz-IV-Gesetze entstanden. Und das war ja auch die Zeit, in der die PDS deutlich an Stärke gewonnen hat. Also dass es zur Gründung der Partei Die Linke kam, hat sehr viel damit zu tun, dass es eben die Sozialkürzungen gab, die Einführung von Hartz-IV, die Angriffe auf die Gewerkschaften. Und viele Gründungsmitglieder dieser Partei sind organisierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gewesen, aber eben auch Menschen, die von Hartz-IV betroffen sind. Von daher kommt das natürlich aus unserer Gründungsgeschichte heraus. Und ich denke, dass das Thema der sozialen Gerechtigkeit nach wie vor für die Linke das Entscheidende ist. Ja. Nur, Sie haben vollkommen recht, wir haben da an Vertrauen verloren und wir haben da auch an Wählerzustimmung verloren. Ist das, weil das es so viele innerliche Parteistreitigkeiten gibt? Weil scheinbar stimmen ja viele Menschen vielen Zielen der Linken, nicht allen, aber vielen Zielen zu. Also woher, Sie haben eigentlich noch nicht mal die 5% oder erreicht und müssen 3 Abgeordneten verdanken, dass sie überhaupt im Bundestag sitzen. Also woher kommt das und warum
ändert sich das eigentlich seit Jahren nicht? Also an der Stelle glaube ich, dass es zu einfach wäre zu sagen, es liegt an innerparteilichen Streitigkeiten. Natürlich ist es immer wichtig, auch wie eine Partei auftritt, aber ich glaube, das Problem liegt wesentlich tiefer. Wir haben einfach auch die Schwierigkeit, dass wir merken, und das merken wir auch als Linke, dass Menschen resignieren und dass es eine Enttäuschung gibt und dass uns Menschen zum Teil auch in Wahlkämpfen sagen, ich habe euch gewählt, ich habe euch zweimal gewählt, dreimal gewählt, aber ihr ändert ja doch nichts. Ist es vielleicht auch, weil die Linke, Entschuldigung, wenn ich einhake, aber weil die Linke vielleicht nicht kompromissbereit ist in manchen Dingen und zu sehr auf den eigenen Zielen, weiß ich nicht, verharrt? Ach, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir in dem Bereich soziale Verbesserungen, natürlich sind wir da auch in Anführungsstrichen kompromissbereit, aber der Kompromiss muss in die richtige Richtung gehen. Also schauen Sie zum Beispiel, wir fordern ja einen gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro die Stunde, aber natürlich haben wir der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde zugestimmt, ist doch vollkommen klar. Also wir haben zwar eine weitergehende Forderung, aber 12 Euro die Stunde ist eine wirkliche Verbesserung für die Menschen und deswegen stimmen wir dem zu. Und natürlich sind wir der Meinung, dass man das ganze Hartz-IV-System überwinden müsste, aber natürlich würden wir einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze zustimmen. Also ich glaube, das ist nicht so das Problem, sondern ich denke, dass halt es eine gewisse Menschen sich ohnmächtig fühlen, resigniert sind. Wir haben ja oft das Problem auch, dass da, wo die Linke die besten Wahlergebnisse hat, die Wahlbeteiligung am niedrigsten ist. Ja? Also dass viele Menschen erst überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen und die wählen dann auch oft keine andere Partei mehr. Ja? Also die wählen uns nicht mehr, aber auch sonst niemand anderen. Aber das ist ein Auftrag an uns und das ist ein Problem von uns, dass wir viele dieser Menschen eben auch nicht mehr erreichen. Und viele und, auch das ist auch zum Teil selbst verschuldet, klar. Teilweise wieder, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, auch viele vielleicht an die AfD verloren haben, also die mal linke Wähler waren. Ja, das ist, da haben wir halt ein bisschen zweigeteiltes Bild. Also wir haben im Westen, wo wir natürlich jetzt auch nicht so viel zu verlieren hatten, haben wir jetzt nicht massenhaft Wähler an die AfD verloren. Im Osten, wo wir natürlich auch teilweise wirklich so eine Volksparteigröße hatten, da haben wir Wählerinnen und Wähler verloren, zum Teil auch. Aber wir haben vor allem sehr viele Wähler auch verloren an die SPD oder die jahrelang die SPD nicht mehr gewählt haben, aufgrund eben der Hartz-IV-Gesetze. Und wir haben Wählerinnen und Wähler an die Grünen verloren, aber vor allem eben auch ans Nichtwählermilieu. Ja. Also von daher würde ich jetzt sagen, es ist falsch zu sagen, dass wir den Großteil der Wähler einfach an die AfD verloren haben, sondern wir haben leider auch, also wir haben in viele Richtungen verloren und da müssen wir drum kämpfen, diese Leute wieder zu erreichen. Und das macht man durch eine gute Politik und eine gute Ansprache. Als letzte Frage für die Situation der Linken, auch im Bundestag. Haben Sie eigentlich selbst Angst oder nicht, zumindest die Sorge, dass die Linke im Bundestag auseinanderfällt und sich in zwei Fraktionen bildet, die dann keine Fraktion mehr ist? Sondern das wäre dann keine Fraktion mehr. Nee, sondern zwei Gruppen, die eigentlich auch nicht mehr viele Rechte hätten als Gruppe. Haben Sie davor Angst, dass das passieren könnte? Gerade mit den 10, 11 Abgeordneten, die die populäre Linke unterzeichnet haben, unterschrieben haben? Also ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie so einen kompletten Riss geben wird. Das glaube ich nicht. Aber arbeiten Sie da, also aber trotzdem haben Sie es im Hinterkopf, dass es nicht noch mehr Schritte dahin geben kann? Ist also auch ein Grund dafür, warum jemand wie Sarah Wagenknecht eine Rede halten darf, obwohl sie eigentlich nicht der offiziellen Parteihaltung entspricht? Also das hatte ich jetzt definitiv nicht im Hinterkopf, aber wie gesagt, ich habe diese Entscheidung auch nicht getroffen. Ich meine, die Abgeordneten, die für die Linke im Deutschen Bundestag sind, sind auf Listen der Linken gewählt und ich finde, die darüber nachzudenken, jetzt die Partei, die Fraktion zu verlassen, irgendwas Neues aufzubauen, ich kann davor nur dringend warnen. Also ich finde, das ist eine historische Errungenschaft, dass es eine Partei links von SPD und Grünen gibt. Es ist die Linke, die wirklich natürlich eine sehr plurale Partei ist, die sich aus verschiedenen Traditionen und Strömungen zusammensetzt. Ich glaube, wenn die Partei die Linke, also wenn man das verkackt, sag ich mal, ja, dann ist es eben wirklich ein Problem weit über die Linke hinaus, für die gesamte gesellschaftliche Linke. Ich glaube nicht, dass man dann einfach sagen kann, wir machen irgendetwas Neues. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, dass man eine solche Partei, wie wir sie haben, die nicht in Frage zu stellen, die Einheit nicht in Frage zu stellen, sondern darum zu kämpfen, dass die Partei wieder stärker wird. Mal gucken, ob sie es verkacken oder nicht. Schauen wir mal. Kommen wir, bevor wir zur Außenpolitik und zur NATO kommen, weil das sind auch Fragen, sehr viele Fragen dazu auch bekommen, würde ich gerne eine kleine, nicht entweder oder, sondern eine, was würden Sie eher machen, Runde spielen. Tatsächlich, ich weiß, dass es für Politiker immer ein bisschen schwierig ist, aber Jens Teutrine, den wir heute Morgen interviewt haben, das Interview zu ihm seht ihr bald, das kommt nach Frau Wissler, dann online, oder ist auch vielleicht
vielleicht schon online. Wenn das so ist, dann schaut mal hier oben vorbei. Er hat sich ein bisschen darauf eingelassen und natürlich auch angemerkt, dass es man im Zweifelsfall nicht auf jeden Fall das eine oder andere machen würde. Was würden Sie eher abschaffen? Die 5%-Hürde im Bundestag oder das Wahlalter im Bund auf 16 Jahre senken? Also wichtiger wäre mir, das Wahlalter auf 16 zu senken. Was wäre Ihnen denn wichtiger, die Einführung einer Reichensteuer oder eine Übergewinnsteuer einführen? Also Reichensteuer erhöhen, beispielsweise den Satz von 45% auf, keine Ahnung. Was fordern Sie? Ich glaube 60% oder irgendwas in die Richtung. Was wäre Ihnen wichtiger? Oder zu? Ja, ich finde, eigentlich müssen wir beides machen. Da sehe ich jetzt wirklich kein Entweder-Oder. Also ich meine jetzt... Es geht nicht Entweder-Oder. Was würden Sie eher machen? Sie haben eher, also wenn das jetzt in der Reihenfolge geht, also was ich schneller machen würde, wäre jetzt die Übergewinnsteuer. Also weil eher ich ist finde, nämlich genau der Trick bei der Frage, weil dann lassen Sie sich... Also ich würde in der Reihenfolge jetzt erst die Übergewinnsteuer einführen und dann die Reichensteuer, wobei ich da jetzt über die Vermögenssteuer sprechen würde. Ja, wir wollen natürlich auch eine höhere Besteuerung von sehr hohen Einkommen, aber insbesondere die Vermögenssteuer wäre mir da sehr wichtig als Reichensteuer. Die NATO abschaffen oder Teil der NATO bleiben aktuell? Sie sagen, Sie reden ja immer von überwinden, die NATO überwinden tatsächlich. Ja. Aber überwinden aktuell immer noch oder abschaffen? Die Frage ist... Teil bleiben. Die Linke fordert ja nicht den Austritt Deutschlands aus der NATO, sondern die Überwindung der NATO, das heißt die Auflösung der NATO. Und ich finde, das auch aktuell immer noch. Also die Frage wird sich nicht heute, also die ist nicht heute oder morgen zu entscheiden, aber grundsätzlich sind wir nach wie vor der Meinung, dass man ein kollektives, ein weltweites Friedensbündnis, eine Sicherheitsarchitektur braucht und dass das jetzt in weite Ferne erstmal gerückt ist durch den Krieg, das ist vollkommen klar, aber die Kritik an der NATO wird ja nicht obsolet, dadurch, dass Russland einen Krieg führt. Deswegen bleiben ja die Kriege der NATO oder der NATO-Staaten wie Afghanistan, Irak, diese Kriege bleiben ja trotzdem verbrecherisch und falsch und sind abzulehnen. Und ich finde, man hätte nach Ende der Blockkonfrontation nach 92 die Chance gehabt zu sagen, der Warschauer Pakt, also das heißt die NATO des Ostens, sage ich mal, hat sich aufgelöst. Also löst man auch die NATO auf und macht wirklich eine Überwindung der Blockkonfrontation. Und was wir an der NATO kritisieren, ist eben zum einen die Aufrüstungsziele, aber eben auch natürlich das Messen mit doppelten Maßstäben. Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass ein Staat wie die Türkei ist auch Mitglied in der NATO, bekommt Waffen und führt Krieg gegen die Kurden und in den kurdischen Gebieten. Also von daher bleibt unsere Kritik an der NATO selbstverständlich bestehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Außenpolitik-Thema. Was die NATO betrifft, würden Sie, Sie haben ja auch in der Vergangenheit schon gefordert, auch vor dem Krieg, die Überwindung der NATO oder ein neues Sicherheitsbündnis zusammen mit Russland. Wie sieht das aktuell aus? Also Sie reden von der Überwindung, aber was heißt das jetzt? Also das heißt ja, wir brauchen laut Ihnen ein neues Sicherheitsbündnis, aber erstens, wie sähe das aus? Zweitens, sollte Russland da dann überhaupt dabei sein? Und zwar nicht in der Utopie, in der Russland keinen Krieg mehr führt, sondern in der leben wir ja nicht, sondern in der aktuellen. Wie sähe das aus? Ich sage ja gerade, natürlich ist das Anstreben eines weltweiten Friedensbündnisses, Sicherheitsbündnisses erstmal durch diesen Krieg jetzt in weite Ferne gerückt. Ich finde, das muss man natürlich schon deutlich machen. Natürlich gibt es auch die Hoffnung auf ein Russland nach Putin. Das wird es geben. Und deswegen nach Putin ist es, aber wer weiß was, also das heißt ja nur weil Putin dann nicht mehr da ist. Das heißt es überhaupt nicht. Ich will nur sagen, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir nicht alle Drähte in die russische Zivilgesellschaft kappen. Also es gab ja in den ersten Wochen des Krieges, wo dann Städtepartnerschaften beendet wurden, Kulturschaffende ausgeladen wurden. Das finde ich gerade den völlig falschen Schritt. Wir brauchen alle Drähte in die russische Zivilgesellschaft, die man haben kann. Aber ich kann die Frage... Also aber die Frage ist ja, Sie sagen, Sie wollen die NATO überwinden, auch aktuell noch. Aber wie sähe ein neues Sicherheitsbündnis aktuell aus, wenn man aktuell Russland nicht mit einbeziehen kann? Sie können ja eigentlich nicht, natürlich können Sie darauf hinarbeiten, dass es ein Russland gibt, was wieder in Frieden mit dem Westen, Deutschland und so weiter und so fort arbeitet. Ja, es geht ja nicht nur um Russland, es gibt ja auch eine wachsende Konkurrenz zwischen den USA und China zum Beispiel. Also und natürlich, dass die Grundpfeiler eines solchen
Friedensordnung wäre natürlich, dass man Abrüstungsverträge hat, ja, wo ich auch sagen würde, das ist ein großer Fehler gewesen, dass in den letzten Jahren auch von verschiedenen Seiten Abrüstungsverträge gekündigt wurden. Da geht es darum, den Atomwaffenverbotsvertrag wirklich international durchzusetzen. Also darum müsste das gehen, dass man wirklich auch wechselseitig eine Nicht-Angriffsfähigkeit herstellt. Und das müsste der Pfeiler von so einem Bündnis sein. Aber es geht auch nicht nur um militärische Sicherheit und Frieden, sondern es geht natürlich auch darum, wie wir auch mit Blick auf den globalen Süden, wie man zu einer internationalen Gerechtigkeit, zu einer gerechten Weltwirtschaftsordnung und so weiter kommt. Das sind für mich alles Fragen, die dabei eine Rolle spielen. Aber wie es gibt das, nicht den... Ja, aber ich möchte nur darauf hinaus, wie das jetzt aussehen würde. Also Sie fordern immer... Also welches andere System außer der NATO wäre gerade besser als die NATO aus Ihrer Sicht? Naja, ich sage gerade, aktuell sind wir natürlich jetzt in dieser Situation, wo wir erstmal alles machen müssen, um diesen Krieg in der Ukraine zu überwinden und zu beenden und zu einem Waffenstillstand, zu Friedensverhandlungen zu kommen. Das ist natürlich jetzt das erste Ziel. Also es ist ja jetzt ein bisschen sinnlos, sich am Reißbrett hinzustellen, zu setzen und zu überlegen. Aber Sie könnten auch sagen, die NATO ist super gerade und das bringt uns gerade an das Ziel. Ja, aber das Problem ist aber, die NATO, also die Kriege, die die NATO in der Vergangenheit geführt haben, die werden ja nicht richtig dadurch, dass Russland einen Angriffskrieg führt. Also ich kann ja den russischen Krieg verurteilen, aber deswegen muss ich ja die NATO auf der anderen Seite nicht auf einmal gut finden. Und wenn dann ich mir anschaue, dass eben eben zum Beispiel wie die NATO umgeht mit einem NATO-Partnerland, mit dem NATO-Mitgliedsland Türkei und dort natürlich mit zweierlei Maß gemessen wird und das natürlich ein Problem ist, dass man auf der einen Seite einen Angriffskrieg verurteilt, aber auf der anderen Seite eben im Umgang mit den kurdischen Gebieten nicht genau hinguckt, dann kann ich das doch kritisieren und das macht ja, also damit legitimiere ich oder relativiere ich doch nichts, aber ich kann auch nicht sagen, weil Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, finde ich jetzt die NATO gut. Also da ist mir der Kausalzusammenhang, also ich kann ja auch beides kritisieren und deutlich machen, dass ich die NATO und die Grundfeste, auf denen die NATO steht und insbesondere auch die Aufrüstungsziele der NATO, wir haben jetzt gerade vor wenigen Monaten rund 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen. Ja. Das ist auch, da geht es auch eben um die NATO-Kriterien, um das 2%-Ziel. Das halten wir für zutiefst falsch. Jetzt in ein neues Wettrüsten einzusteigen, davon abgesehen, dass das Geld dringend woanders gebraucht würde, zum Beispiel Investitionen in Klimaschutz, in Gesundheit, in Soziales, halten wir das eben auch für problematisch, dass jetzt in Deutschland über nukleare Teilhabe gesprochen wird. Und das kann ich kann auch beides kritisieren. Ich höre Sie und ich verstehe Sie, dass Sie beides kritisieren, aber ich möchte trotzdem noch mal fragen, Sie sprechen von der Überwindung der NATO. Ja. Auch in der jetzigen, also welches anderes Angebot als Sicherheitsinfrastrukturzusammenschluss aus welchen Ländern, auch immer, das müssen Sie mir dann ja sagen, bevorzugen Sie gerade? Was müsste jetzt passieren mit der NATO oder nicht mit der NATO, wenn Sie sie überwinden wollen? Und wie sähe Ihr Ersatzprogramm jetzt aus? Was wäre jetzt die Alternative? Naja, weil ich sage ja gerade, also jetzt geht es erstmal darum, eben diesen Krieg zu beenden. Die Alternative zur NATO wäre natürlich und da sage ich, das ist leider in weite Ferne gerückt, dadurch, dass wir einfach diese Eskalation da jetzt erleben. Aber eine Alternative zur NATO wäre ein wirklich weltweites, ein internationales Sicherheitsbündnis, was alle relevanten Akteure, auch nicht so relevante Akteure einschließt. Und was eben darauf abzielt, dass wir zum Beispiel Atomwaffen endlich von diesem Planeten tilgen. Weil dass wir jetzt auch so eine krasse Eskalationsgefahr auch in Richtung Atomwaffen haben, hängt ja auch damit zusammen, dass man eben, dass es eben, auch nach 92 es nicht gelungen ist, die Atomwaffen von diesem Planeten zu beseitigen. Dass es notwendig ist, eben auch gegenseitig Abrüstungskontrollen durchzusetzen. Ne? Also das wären die Punkte, die dabei wichtig sind. Aber morgen. Ja, natürlich. Umsetzen. Aber natürlich ist das, gar nicht würde ich nicht aktuell. Sagen. Gar nicht würde ich nicht sagen. Ja, aber es gibt Forderungen, die wir als Linke stellen, von denen wir wissen, dass sie nicht in einem halben oder einem Jahr umsetzbar sind. Diese Forderungen gibt es in unserem Programm. Finde ich übrigens total wichtig, dass Parteien auch noch sowas wie Utopien und Visionen haben. Das heißt also die Vorstellung von einer anderen Gesellschaft, auch wenn man weiß, dass das nicht morgen oder übermorgen ist. Vielleicht ist es aber auch, ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine These, aber vielleicht ist das ja auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja, okay, ich finde vielleicht das, was die Linke möchte, gut, aber das sind halt nur Utopien und es ist
zu weit von der Realität weg. Ich meine, was die Grünen ja machen, das kann man ihnen auch vorwerfen gerade, ist ja eine Kompromissbereitschaft, nenne ich jetzt mal, etwas beschönigend. Aber die dehnen sich sehr weit, sowohl nach links und nach rechts, um mit der Realität umzugehen, mit die, die besteht und nicht in einer Utopie zu leben. Um aber vielleicht, keine Ahnung, wie gesagt, These, irgendwann wieder auf ihre Utopie zurückzukommen. Aber die Linke lebt nur in der Utopie und bietet gerade keine reale Lösung an. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt zu diskutieren. Also ich sehe das nicht so, dass wir keine konkreten Lösungen anbieten. Wir machen an vielen, vielen verschiedenen Punkten noch sehr konkrete Lösungsvorschläge. Ja, und gerade jetzt auch zur Lösung dieser sozialen Krise. Wir machen ja sehr konkrete Vorschläge und auch, wie die finanziert werden können. Und wir haben ein Rentenkonzept und wir haben ein Steuerkonzept und wir haben ein Sozialstaatskonzept. Das haben wir doch alles. Aber ich finde gerade, dass wir, ja, wir brauchen Visionen und Utopien, die über den Tag hinausgehen. Und ich glaube, wenn Menschen das in der Geschichte nicht gehabt hätten, dann würden wir heute in einer anderen Welt leben. Ich will nur sagen, das Frauenwahlrecht war auch mal eine Utopie. Es war mal eine vollkommen unrealistische Vorstellung, dass Frauen wählen dürfen. Die Überwindung von Leibeigenschaft, ja, die Einführung des 8-Stunden-Tages, der Ausstieg aus der Atomkraft. In den Anfang der 80er Jahre wurde den Grünen den Vogel gezeigt und gesagt, niemals wird man aus der Atomkraft aussteigen. Noch ist es ja nicht so weit. Also noch läuft es dann doch noch bis nächstes Jahr weiter. Das stimmt, aber ich sag mal, ohne die Anti-Atomkraft-Bewegung und ohne Menschen, die für etwas gekämpft hätten, was für unrealistisch gehalten wurde damals, wäre ja überhaupt kein Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Ja, oder dass Menschen gleichgeschlechtlich, dass die Ehe für alle gibt. Das war doch vor 30, 40 Jahren eigentlich völlig unvorstellbar. Damit will ich sagen, Menschen haben oft für Dinge gekämpft, die erstmal unvorstellbar und unrealistisch galten, aber ich glaube, dass genau diese Utopien und diese Visionen, die über den Tag hinausgehen, total wichtig sind. Also es ist wichtig, konkrete Forderungen zu haben und zu sagen, wir wollen jetzt hier und heute das und das und das machen. Aber ich verstehe auch meine Partei und die Linke so, dass wir wollen auch eine grundlegend andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die viel demokratischer ist, wo die Eigentumsverhältnisse völlig andere sind. Und natürlich wollen wir Gesellschaft grundlegend verändern. Aber natürlich wissen wir auch, das werden wir nicht in 2 Monaten erreichen, das werden wir auch in 2 Jahren nicht erreichen, sondern das ist ein längerer Prozess. Letzte Frage zu diesem Russland-Konstrukt, Wolf Hans. Schämen Sie sich eigentlich für den Russland-Kurs Ihrer Partei? Ich schäme mich nicht für den Russland-Kurs meiner Partei, weil meine Partei auf dem Bundesparteitag sehr klare Beschlüsse dazu gefasst hat. Aber und die finde ich. Ja, ich glaube, er meint damit aber vor allem bevor diesem Bundesparteitag und vor dem Angriffskrieg. Also alles, was davor geschah. Und gesagt wurde. Es gab vorher Aussagen aus meiner Partei, die sich jetzt nachweislich als falsch erwiesen haben. Und ich finde, wir haben da jetzt klare Beschlüsse gefasst. Ich hätte auch vor dem 24.02. mich nicht hingestellt und gesagt, es wird keinen Krieg geben. Also das hätte ich nicht gesagt. Frau Wagenknecht hat das gesagt. Ja, das war eine absolute Fehleinschätzung. Hat sie auch das gesagt, muss man ja auch deutlich sagen. Das hat sie, glaube ich, mittlerweile selber eingeräumt. Aber ich muss ehrlich sagen, auch vor dem 24.02. galt, dass Putin ist ja auch nicht der erste Krieg, den er führt. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch nicht vergessen. Also Putin ist ja auch vor dem 24.02. kein friedliebender Mensch gewesen. Es gab den Krieg in Tschetschenien, es gab Syrien, es gab die Unterstützung. Es gab Ukraine auch schon eigentlich seit 2014. Auch die Ukraine, ist die Annexion der Krim. Es gab aber auch seine Rolle bei der Niederschlagung der Opposition in Belarus, in Kasachstan. Und dazu kommt einfach, dass Putin auch im eigenen Land die Unterdrückung der Opposition, das Verbot von Nichtregierungsorganisationen, der Umgang mit Homosexuellen, aber auch, dass wir eine unglaubliche Armut im Land haben und Putin immer wieder auch Privatisierungswellen vorangebracht hat. Also er macht ja auch keine sozialgerechte Politik. Ganz im Gegenteil. Der hat nichts mit uns zu tun und nichts mit uns gemeinsam. Und deswegen hätte ich ihn auch, also deswegen habe ich ihn nie verteidigt und hat auch übrigens rechte Kräfte in ganz Europa unterstützt. Er hat Marine Le Pen zum Beispiel unterstützt. Genau, aber trotzdem war es ja jahrelang so, dass im Zweifelsfall die Linke und die AfD, ich möchte jetzt nicht auf das Verhältnis AfD-Linke und teilweise gleiche Positionen eingehen, aber trotzdem, dass die Linke ja mit Russland am meisten geliebäugelt hat, auch in der Vergangenheit, als viele andere Parteien. Wobei auch man sagen könnte, die SPD hat da auch so ihre Vergangenheit gehabt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also wir saßen jetzt nicht in den Gasbaum aufgetreten. Ja, also, das ist richtig, aber trotzdem gab es ja Verbindungen und gibt es Verbindungen und Aussagen, die... Ich glaube, da muss man ein Stück weit unterscheiden. Also das finde ich wirklich wichtig zu unterscheiden, weil Russland ist mehr als der Kreml. Und dass es natürlich auch gerade im Osten Deutschlands zum Teil sehr, sehr enge Beziehungen in die
früher zur Sowjetunion und heute zu Russland gibt, dass es deutsch-russische Freundschaft gibt, dass es Austausch gibt. Das ist richtig und das ist notwendig. Und es gibt natürlich eine ganz andere, also eine sehr starke Verbundenheit auch zu Russland. Aber ich finde, wir dürfen das nicht gleichsetzen mit dem Kreml. Okay. Und was den Kreml angeht, die Politik müssen wir klipp und klar verurteilen und deutlich machen, dass das, ja, dass wir diesen Krieg ablehnen und dass wir auch natürlich den Umgang mit der Opposition im Land ablehnen und dass, wenn Menschen jetzt schon verurteilt werden, wenn sie das Wort Krieg nennen oder einfach nur mit einem weißen Blatt Papier demonstrieren, dann ist doch klar, mit wem die Linke solidarisch ist, okay, nämlich mit den Menschen, die in Russland ihren Bürgerrechten und Menschenrechten beraubt werden. Und das hier erwartet euch in Teil 2. Auf ein Abendessen lieber mit Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner? Natürlich ist Sexismus ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch von einer Partei wie der Linken nicht Halt macht. Und falls ihr mehr Interviews sehen wollt, dann schaut mal in diese Playlist vorbei. Da gibt es noch viel mehr. Und hier gibt es noch ein anderes Video von mir. Schaut rein, bis zum nächsten Mal.